Hallo Kinder, schön, dass ihr heute wieder beim Online-Kigo dabei seid. Ich freue mich mega auf diese coole Zeit mit euch und mit Gott und wir haben auch wieder richtig tolle Sachen für euch vorbereitet. Ihr dürft also gespannt sein. Jetzt zu Beginn möchten wir aber erstmal Jesus so richtig willkommen heißen im Kigo. Ich freue mich mega, dass auch er heute dabei ist. Und wenn du möchtest zu Hause, dann kannst du mit mir beten. Du darfst deine Augen zumachen, damit du dich besser auf Gott konzentrieren kannst. Jesus, danke, dass du heute beim Kigo dabei bist. Bitte begegne uns. Amen. Und jetzt haben wir wieder ein total cooles neues Lied für euch. Deswegen dürft ihr jetzt aufstehen und mitmachen. Viel Spaß! 10, 9. In my head.
Hey Kids, wisst ihr, wo ich mich gerade befinde? Richtig, ich bin an einem Bahnhof und ich finde, beim Bahnhof gibt es so viele spannende Sachen. Was findest du denn am coolsten bei einem Bahnhof? Ist es der Snackautomat? Der ist randvoll mit super leckeren Sachen, wie zum Beispiel süße Schokolade, knackige Chips oder saftige Gummibärchen. Oder sind es die Züge, die man bei ihrer Einfahrt beobachten kann? Es gibt so viele verschiedene Arten von Zügen, ICEs, Güterzüge und so viel mehr. Was ich am tollsten finde, ist, wenn ich jemanden vom Bahnhof abholen kann, den ich schon so lange nicht mehr gesehen habe, der mich besuchen kommt. Ich freue mich schon Tage davor, gerade wenn es eine Person ist, die ich schon wirklich lange nicht gesehen habe. Und ganz ehrlich, ich bin auch immer ein bisschen zu früh da. Ich will die Person ja nicht verpassen. Vielleicht kennst du das auch. Wenn deine Oma oder dein Opa dich besuchen kommen oder dein Ferienlagerfreund und du hast den schon so lange nicht mehr gesehen und freust dich richtig. Aber damit wir die auch pünktlich abholen können, müssen wir ja wissen, wann sie auch ankommen. Die Jünger waren in einer sehr verzwickten Situation. Jesus hatte ihnen zwar gesagt, dass er nach seinem Tod wieder auferstehen würde und sie wussten auch, dass er sie nach seiner Auferstehung treffen würde, aber sie wussten nicht wann und wo. Und wenn man mal ehrlich ist, vielen fiel es überhaupt schwer zu glauben, dass er kommen würde. Aber umso glücklicher waren sie dann, als Jesus dann aufgetaucht ist und so viel Zeit mit ihnen verbrachte. Und was da passiert ist, das hört ihr jetzt. Die Apostelgeschichte beginnt damit, dass die Apostel mit Jesus Gemeinschaft haben, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Das ist eine überwältigende Vorstellung. In den folgenden Wochen lehrt der auferstandene Jesus sie alles über sein umgekehrtes Königreich und die neue Schöpfung, die er durch seinen Tod und seine Auferstehung begonnen hat. Das alles ist echt aufregend und die Apostel stehen in den Startlöchern, um der Welt diese Botschaft zu verkünden. Aber Jesus bremst sie und sagt, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis sie eine neue Art von Macht bekommen, um treue Zeugen für Jesus und sein Königreich sein zu können. Er sagt, dass ihre Mission in Jerusalem beginnen wird und dann nach Judäa und Samaria weitergeht und von dort aus in alle Nationen. Das ist wie ein Fahrplan durch das ganze Buch der Apostelgeschichte. Dann sahen die Apostel Jesus als König über der ganzen Schöpfung thronen. Jesus ist seinen Jüngern in den 40 Tagen nach seinem Tod immer wieder an unterschiedlichen Orten und auf unterschiedliche Art begegnet. Und bestimmt waren die Jüngern am Anfang ziemlich traurig darüber, dass Jesus nicht mehr da war. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einige von ihnen ja gar nicht wirklich glauben konnten, dass er wirklich auferstehen würde. Aber als es tatsächlich passiert war und Jesus wirklich auferstanden ist, waren sie überglücklich und wussten, dass Jesus sein Wort hält. Aber auch Jesu Tage auf der Erde gingen irgendwann zu Ende und er sollte zurückgehen zu seinem Vater im Himmel. Und deswegen erklärte Jesus seinen Jüngern, wie es weitergehen würde für sie und welche Aufgabe er für sie zurückgelassen hatte. Er wollte nämlich, dass sie in Jerusalem auf den Heiligen Geist warten. Aber was bedeutet das jetzt für die Jünger? Naja, Jesus wollte, dass sie in Jerusalem bleiben, bis Gott den Heiligen Geist auf die Erde schickt. Und als das passiert ist, sollten sie aus Jerusalem weggehen und hinaus in die Welt ziehen. Jesus erklärte ihnen, dass es der Heilige Geist ist, der ihnen helfen würde, Zeuge für ihn zu sein. Aber was ist denn jetzt ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der etwas beobachtet hat. Und diese Beobachtung erzählt er anderen Menschen und bestätigt damit, dass sie wirklich passiert ist. Und genau das sollten die Jünger auch tun. Sie sollten hinausgehen in die Welt und anderen Menschen davon erzählen, was Jesus getan hat. Nämlich, dass Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist, damit wir heute nach unserem Tod mit Gott im Himmel sein können. Der Heilige Geist sollte den Jüngern helfen, Zeugen zu sein für ihn und seine Taten auf der Erde und um allen von ihm zu erzählen. Und als Jesus das seinen Jüngern gesagt hatte, wurde er von einer Wolke umhüllt und in den Himmel hinaufgehoben. Und von diesem Augenblick an zeigte er sich seinen Jüngern nicht mehr. Aber die Jünger waren nicht traurig darüber, dass er nicht mehr bei ihnen war, denn sie erinnerten sich an ein Versprechen, das er ihnen gegeben hatte, nämlich, dass er wiederkommt. Und bis dahin schickt er ihnen wie versprochen den Heiligen Geist als ihren Helfer. Und als die Jünger den Heiligen Geist empfangen hatten, waren sie in der Lage, voller Begeisterung und voller Freude loszuziehen und allen Menschen von ihrem Freund Jesus zu erzählen. Aber Jesus meinte nicht nur, dass seine Jünger damals Zeugen sein sollen von ihm und seinen Taten auf der Welt. Nein, sondern alle seine Nachfolger, also auch uns heute. Auch wir als Freunde Jesu sollen seine Zeugen sein vor anderen Menschen. Vielleicht fragst du dich jetzt, was es bedeutet, Zeuge oder Zeugin für Jesus zu sein oder wie das überhaupt funktionieren soll.
Jesus möchte, dass wir unseren Freunden, unserer Familie und allen anderen Menschen von ihm erzählen und davon, was er in unserem Leben bereits getan hat. Also wenn ein Freund von dir zum Beispiel traurig ist, dann kannst du von einer Situation erzählen, wo auch du traurig warst, aber Jesus dich getröstet hat. Oder du kannst für deine Freunde oder andere Menschen beten, wenn sie krank sind oder es ihnen einfach nicht gut geht. Dann kannst du ihnen Mut machen und sagen, hey, Jesus liebt auch euch und er ist für euch da. Denn Jesus möchte nicht einfach nur, dass die Leute von ihm erfahren, sondern er möchte, dass wir ihnen von Gott erzählen. Denn er freut sich, wenn die Menschen zu ihm kommen. Und er freut sich besonders, wenn wir ihnen von Gott erzählen. Lass es uns doch mal gemeinsam sagen. Gott freut sich, wenn wir anderen von ihm erzählen. Okay, auf drei. 1, 2, 3. Gott freut sich, wenn wir anderen von ihm erzählen. Ganz genau. Wie cool ist das denn, dass Gott uns diese Aufgabe anvertraut hat? Und die gute Nachricht ist, wir sind nicht alleine, denn wir haben den Heiligen Geist geschenkt bekommen, der uns hilft, anderen Menschen von ihm zu erzählen. Wir haben heute gehört, dass wir Zeugen sein sollen für Jesus und das, was er in unserem Leben bereits getan hat. Und ich möchte dich ermutigen, mit mir zusammen gleich zu beten, dafür, dass der Heilige Geist uns Mut gibt, anderen Menschen von Gott zu erzählen. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt deine Augen schließen, damit du dich besser auf Gott konzentrieren kannst. Und ich werde ein Gebet vorsprechen und wenn du möchtest, kannst du es mit mir zusammen nachbeten. Heiliger Geist, bitte hilf mir, anderen Menschen von dir zu erzählen. Und danke, dass du mir den Mut dafür gibst. Amen. Jemanden vom Bahnhof abzuholen, den man schon so lange nicht gesehen hat, ist schon echt cool. Aber wenn man dann jemanden am Bahnhof verabschieden muss und gar nicht weiß, wann man die Person wieder sieht, das macht als wirklich traurig. Umso cooler ist es, dass die Jünger sich freuen konnten, denn Jesus hat ihnen versprochen, dass er wiederkommt. Und voll Freude haben sie dann auch anderen davon erzählt, dass Jesus ihr bester Freund ist. Und das will ich jetzt auch machen. Schön, dass du auch diese Woche wieder bei unserem Online-Kindergottesdienst dabei warst. Wir haben hier noch ein paar Fragen für dich, die du mit deinen Eltern, deinen Geschwistern oder deinen Freunden besprechen kannst. Erstens, lies Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 12 in deiner Bibel. Zweitens, welche wichtige Aufgabe hat Jesus seinen Jüngern gegeben? Drittens, in welchen Situationen können wir anderen von Jesus erzählen? Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder beim Online-Kindergottesdienst dabei bist.